Ja, mein Moin und willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Wir müssen jetzt mal weiter an der Allianz arbeiten und wir gehen heute auf die Punkte-Pirsch. So, und dann gehen wir einfach mal zur Meldungsoption und den ersten Ladebildschirm, den kriegt ihr natürlich wieder nicht mit. So, und da sind wir dann auch auf Forth angekommen. Und zwar geht das da um unseren Kollegen Kaizen Fess. Kaizen Fess ist einer der Begleiter vom Jedi-Botschafter. So, ich hoffe, man hat das nicht hinten im Hintergrund gehört, dass ich den Sound noch anhatte. So, und dann sage ich einfach mal, sprechen wir mit ihm. So, und damit sollen wir sogenannte Juggernaut-Ziele jagen. So, und diese Juggernaut-Ziele, das sind quasi, ja, die besten Ziele, die man eigentlich haben kann. Für also eine Jagd. Und dann müssen wir gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Dann, die sind hier überall auf Hoth verteilt. Oh, jetzt spinnt hier gerade mein Bildschirm Nummer 2, weil hier natürlich wieder alles mit Werbung geladen wird. Danke, Dalphi. Moment. Gut. So, das erste in der Weißfelswüste. Da sollen sich zwei Ziele in relativer Nähe befinden. Dann flitzen wir da mal per Schnellreise hin. Ich finde das immer schrecklich, wenn teilweise Webseiten wegen der Werbung nicht funktionieren. Oder so dermaßen irre langsam sind, dass sie gar nicht bedienbar sind. Das ist schrecklich, sowas. Ich finde, sowas sollte auch in Deutschland verboten werden. Ich weiß nicht, die Landesmedienanstalten, die gehen ja derzeit auf die YouTuber wegen der Werbung los. Und auch wegen den Hits und so weiter. So, und warum gehen die nicht mal auf sowas los? Das ist unmöglich, sowas. So, hier sollte eins sein, aber hier ist gerade keins. Die tauchen immer random auf der Karte auf. Und zwar soll in jedem Gebiet soll das eigentlich immer so sein. Das heißt, wir werden einfach nach... So viel dazu. So, Nummer 1 von 20. Naja, aber ich verstehe halt nicht, warum man da nicht erstmal bei den Leuten das Geld rauspresst, sprich da, wo Geld vorhanden ist. Denn es sind ja schon einige kleine YouTuber und Streamer, die haben Schiss bekommen,
weil sie diese 500 Viewer pro Stream schon drinne haben, die können sich so eine Sendelizenz nicht leisten. Und da haben einige aus Schiss schon aufgegeben und das finde ich ist eine echte Traurigkeit. Weil das ist halt das, was ich auch gesagt habe, öfter mal in den Kommentaren zu der Sache Peetzmeet, warum die Landesmedienanstalten, warum die gleich mit einem Holzhammer draufhauen, anstatt dass sie erstmal mit den Leuten reden. Das hätte viel Ärger erspart, viel Shitstorm erspart. Ja, und dann hätten wir diesen riesen Ärger nicht gehabt. So, das sind alles Soldaten hier. Die wollen wir nicht. Aber hier hinten soll sich noch irgendwo eins befinden. Ein Juggernaut-Ziel. Aber da sind wir schon zu weit. Das soll hier irgendwo gewesen sein. Gehen wir gucken, genau da. Ich glaube, ich werde das mal zwischenzeitlich mal alles mal rausschneiden und werde dann hoffen, dass ich da, dass ich das nicht vergesse. Da ist es. Das ist Juggernaut-Ziel. Ich habe mal den T7 mal mitgenommen, den habe ich schon Ewigkeiten mal nicht mehr dabei gehabt. Ich glaube zuletzt in dem Kapitel, wo man ihn mithaben musste. So, das war Nummer 2. Dann haben wir denn als nächstes... Moment, da muss ich einmal halt selber gucken. Da sind wir, glaube ich, hier in diesen Hochgebirgskamm. Porte ich jetzt einfach mal hin. Oh, Hochgebirgsstraße, da sind wir doch dann schon in der Nähe. Hier sollen einige rumlaufen. Da werden wir erstmal. Ah, da hätten wir ja auch oben an den Außenposten direkt ranfahren können. Aber hier gibt es einen Spot, der irgendwo... Genau, der soll irgendwo hier sein. Da laufen mehrere rum. Ich guck mal auf den Tacho, wie lange das jetzt gedauert hat. Oh, wir sind ja schon bei 10 Minuten und haben gerade mal zwei von diesen Zielen. Müssen wir dann gleich mal gucken. Ansonsten werde ich das wirklich mal alles rausschneiden. Oder ich werde es dann einfach mal an einem bestimmten Punkt die Klappe halten und dann das Ganze um 40-fache oder so beschleunigen. Und dann eine schöne Benny Hill Musik drüber. Weil das wird auch nicht ganz zu Star Wars passen. Oder hier den Cantina-Song, genau. So, und da oben drauf, da soll es viele Juggernaut-Ziele geben. Zumindest laut Dalphi, aber die liegen eigentlich immer relativ gut richtig. Aber ich weiß nicht, ich bin da oben, glaube ich, im Schneesturm. Ne? Da muss ich ja mal zusehen, dass ich da einen rauspick und dann.
Also hier sollen auf jeden Fall einige Juggernaut-Ziele rumhängen. Mal gucken. Da unten ist auf jeden Fall ein imperialer Ausposten. Da ist ein Juggernaut-Ziel. Ein kleiner Wampa. Dann mal schauen, dann müssten wir hier noch mehr haben. Einfach mal ein bisschen rumlaufen. Da ist der nächste. Also 20 Stück müssen wir davon haben. Wir müssen auf 10.000 Einfluss kommen und jedes Ziel gibt 500 Punkte. Bevor wieder die Texte kommen, ja, du hast hier eine Karte besorgt, das ist doch Cheaten, ich sag mal so, ja, wollt ihr, dass das Ding hier alleine diese Folge 3 Stunden geht? Also, so gut kenne ich mich auch nicht in Star Wars aus, wo jeder Gegner steht. Ich würde es gerne ohne machen, aber manche Sachen, die sind halt langwierig, die sind eigentlich eher drauf ausgelegt, das mal nebenher zu machen. Das ist halt so eine Aufgabe. Das ist halt gedacht gewesen, dass man die irgendwie mal so über Tage hinweg mal nebenbei macht, wenn man hier vielleicht ein paar Heldenmissionen klatscht oder sowas. Guck mal, hier sind direkt 2, ne? Ne, 1. Aber hier haben wir jetzt schon mal den 3. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da hatte mich auch mal einer angeschrieben. Der hat gesagt, benutzt doch mal deine super geladene Zelle. Da ist das nächste Juggernaut-Ziel. 2 sogar. Da haben wir es doch mal einen guten Spot gefunden. Ja, wenn ihr Ideen habt, wie man den Kommando besser spielen könnt, immer her damit. Denn ich habe immer nur diese 5-Finger-Rot da drinne. Ist ja recht effektiv, also ich sag mal, viel Schaden mit einem Kommando zu machen, es gibt eigentlich im Prinzip nicht viel Einfacheres. Nur halt das Letzte da natürlich rauskitzeln, das haben natürlich die Profis richtig drauf, die wissen, wann sie was zünden müssen. Was haben wir denn da? Aber Schiss, aha. Ich sehe da nur Kommandopunkte. So, gehen wir einmal da außen rum nochmal gucken. Ansonsten gehen wir einmal hier hinten nochmal dieses Schneefeld ab. Wohl, machen wir mal als erstes. Gleich mal gucken, wie viele ich schon habe jetzt von diesen Juggernaut-Zielen. Aber ich glaube, wir sind hier schon außerhalb von dem Gebiet.
Legendärer Wamper? Ah, egal. Der gehört auch platt. Pass mal auf, jetzt macht er mich platt. Mal sehen, vielleicht ist es ja der Wamper, der Luke fast erledigt hat. Aber ich glaube, gelegt haben wir den hier noch nicht. Hat auf jeden Fall ein paar HP mehr wie die anderen. Jetzt hau ich da jetzt nicht mehr rauf. Ja. Aber scheint so, als wenn hier keine Juggernaut-Ziele mehr sind. Da sind wir hier schon außerhalb des Gebietes. Wir sind hier außerhalb des Gebietes. Habt ihr auch so gehört, ne? Und c'est la vie. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben sowieso vielleicht die Spawnrate erhöht oder vielleicht noch ein paar Spawnpunkte dazu. Weil da, wo ich jetzt bin, da sagt er, da wäre keiner. Oder? Ja, also laut dem ist hier keiner. Hey, ja, aber gehen wir nochmal zurück. Vielleicht finden wir da um diese Bergspitze rum noch einen. Kann man einmal gucken, wie viele haben wir denn schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also noch nicht mal die Hälfte. Ah, da haben wir schon mal das nächste. Oh, noch mal einmal hier rumflitzen. Da bin ich doch eben, glaube ich, dran vorbeigefahren, ne? Oder hatte ich den eben auch schon getötet, irgendwie, dass die... Ja.
eben einfach mal übersehen habe. Dann haben wir wieder die Schiss, die sind natürlich wieder respawned. Und meine Juggernaut-Ziele nicht, oder was? Oder mal weiter gucken. Aber hier waren wir ja auch schon mal. Aber da ist jetzt ein Juggernaut-Ziel. Nee, hier waren wir nicht. Wir sind ja da hinten. Sind wir hochgegangen. So, und jetzt haben wir, glaube ich, einen, ne? Genau. Jetzt haben wir 10 Stück. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich die Umbra-Komponente? Was macht die? Die habe ich irgendwann mal bekommen. Und ich meine, das war irgendwas von Yun. Da war kein Juggernaut-Ziel. Vielleicht hier oben an der Bergspitze direkt. Na, hier ist ein Schneesturm. Also zu hoch dürfen wir auch nicht. Darf da noch irgendwas rum? Nee. Da müssen wir einmal die nächste Station mal anfahren. Denn jetzt so auf die erste, auf die erste Schnelle hier sehe ich keins mehr. Nee, und da unten ist ja auch sowieso eine imperiale Basis. Die können wir ja auch mal irgendwann mal auseinandernehmen, wenn wir vielleicht mal ein paar Leute sind. Könnt ihr euch ja mal gerne melden, ob ihr vielleicht mal Lust dazu hättet. Kann man das, kann man so eine imperiale Basis mal ja mal als Community mal auseinandernehmen? Ja, hier ist das Juggernaut definitiv vorbei. Deswegen flitzen wir mal zum nächsten Punkt. Der ist hier oben. Hier ist der. Oder bin ich ja auch wieder verkehrt? Wir werden sehen, wir werden sehen. Das schneide ich jetzt mal raus. Wenn ich beim nächsten Juggernaut-Ziel bin, dann melde ich mich. Bis gleich. So, da habe ich dann eine noch gefunden. Nur zur Info, ich bin da hinten irgendwo hingereist. Und hier war's. Bitte einmal alle lachen. Was ist da denn da für ein einsamer Autolader da hinten? Wollt ihr auch auf die große Jagd gehen oder was? Jo, haben wir 11 Stück. Und dann melde ich mich mal wieder beim nächsten. Ja, und da haben wir Teppich Nummer 12. Und dann holen wir uns den mal. Ja.
So, und dann sehen wir uns beim nächsten Teppich. Hier, und da haben wir den nächsten Bettvorleger und den machen wir mal direkt kalt. Glaube ich jetzt den 13. Ne? Ja, 13 Stück haben wir. Und auch zum nächsten. So, da ist der nächste. Und den den hacken wir dann nochmal direkt klein. Ab geht's. Das ist jetzt Nummer 14. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwo 6 Stück finden. 3 Stück sind gleich im imperialen Gebiet. Da hoffe ich mal, dass die da nicht schon weggefarmt wurden. Da muss ich ja mal gucken, wie ich da überhaupt hinkomme. Aber ich meine, es gab hier doch noch irgendwie einen Reisepunkt. Boah, aber da sehen wir uns natürlich dann auch gleich wieder. Wir haben den nächsten Kandidaten gefunden. Und zwar nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Aber egal. Wir nehmen ihn natürlich mit. Dann hoffen wir einfach mal gleich für den Rest auf Respawn. Ansonsten... Da muss ich einmal die Instanz wechseln. Und da haben wir den nächsten gefunden, inmitten einer Eistromperherde. Noch ein und weg. Noch einmal reingeguckt. 16 Stück haben wir, oder? Ja, 16 Stück. Dann fehlt jetzt noch Nummer 17, 18, 19 und 20. Also 4 Stück noch. Und da sehen wir uns natürlich erstmal beim nächsten wieder. Es sei denn, der ploppt gleich auf. So, und sie respawnen. Ich bin jetzt gerade hier wieder am Anfang. Das heißt, die Sache geht jetzt schnell. Und dann sehen wir uns beim nächsten Kollegen. Bis gleich. So, und der nächste vom Anfang, da läuft er. Wir haben es ja gleich geschafft, wir haben es ja gleich geschafft. Wenn man interessieren würde, würde ich direkt gleich mal nachschauen, ob man die Dinger nicht farmen kann und dann verkaufen, die sind gebunden. Schade. Es geht ja mit manchen Missionsgegenständen, geht das. Naja, aber wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Kollegen. Und der nächste Teppich. Aus Reichweite. Okay. Oh, meine Buffs sind ausgelaufen. Wamperzenker von Hoth? Hm? 100 Stück. Habe ich echt noch nicht voll gehabt? Oh, und das ist das nächste schon. Und dann haben wir es geschafft. Dann können wir wieder zu Kaisen.
Und war das jetzt zum Glück der letzte Schnitt? Alternativ hätte ich hier natürlich auch die Weltenbosse legen können. Aber das ist alleine ein bisschen schwer. Und wo haben wir denn den Kaisen? Da, der Rekrut. Machen wir zum Kontakt reisen. Ne, Weltenbosse gehen alleine ein bisschen schlecht. Jetzt gucke ich gleich ins Inventar, habe ich nur 19. Ne, aber ist richtig. Ah, wo ich das gerade hier sehe, die Sternfestung, die können wir eigentlich auch mal irgendwann mal angehen, aber das möchte ich nicht alleine machen. Oh, dann wollen wir mal gucken, was Kaisen zu uns sagt. So, da ein Stufe, Einflussstufe 10. Yep. Longurius, Magna, Sveta und Tranis. Autorefels Projekt, klingst du lange, Kur und Skala. Mars Kosla, Durk Gatschas. So, und dann haben wir auf jeden Fall einen neuen Gefährten. Das ist der Kaisen Fess. Aber wir sollen erstmal zu Bay One Ego zurück. Moment, das machen wir auf die Tour. So, Bay One Ego, den haben wir da. So, und dann mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt weit über eine Stunde aufgenommen. Ne, knapp eine Stunde. Das würde ich wohl so auf eine halbe Stunde zusammenklatschen. Den Ladebildschirm, den kriegt ihr jetzt ausnahmsweise mal mit. So. Weil es so lange gedauert hat. Aber dessen lädt ja zum Glück immer nicht so lange. Kaisen Fess. Furchtloser Krieger, berühmter Jäger, Überlebensexperte und respektierte Führungspersönlichkeit seines Volkes. Sogar der Jedi-Orden hat großen Respekt vor ihm. Nicht viele Trandoshaner werden in den Jedi-Tempel auf Tython eingeladen, nur um alte Freunde wiederzutreffen. Alleine die Tatsache, dass Kaisen mit uns zusammenarbeitet, sollte eine starke Wirkung bei jedem trandoshanischen Clan da draußen haben. Absolut, Commander. Aber um sicherzugehen, habe ich für Sie alle psychologische Tests angeordnet. Schließlich war da die Sache mit den Schreckensmeistern. Die Schreckensmeister hatten vorwiegend Kefes unter ihrer Kontrolle. Die meisten Kriegspirscher folgten seiner Stärke dann freiwillig. Wir haben also jetzt einen trandoshanischen Helden, der eine der stärksten trandoshanischen Streitkräfte der Galaxis anführt. Klingt für mich wie ein guter Tag, Commander. So, auf der Punktepirsch, damit haben wir Kaisen Fess jetzt bei uns. Ja, finde ich auf jeden Fall recht gut. Und ich sage dann einfach mal danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Und ihr dürft auch gerne das anklicken, was hier jetzt so auf der Seite aufgeploppt ist. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!